Vielleicht war der Nebel der Grund für die Umleitung. Wir sollten nie von hier wegkommen. Ich sehe gar nichts. Himmel! Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Vielleicht sollten wir erstmal alle unsere Optionen durchgehen. Klar. Dachte ich mir. Komm schon. Ich will so schnell es geht von dieser Brücke runter. Aber nicht zu schnell. Jemand muss zuerst gehen. Erst du. Ich komm gleich nach. Gott, was jetzt? Wir müssen hier weg. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen. Und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Was geht hier vor? Warum siehst du aus wie Angela? Eure Worte begreife ich nicht, doch ich bitte euch. Helft mir. Der Teufel ist im Wind, will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac, ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Helft mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend! Es ist unter uns! Isaac! Was habt ihr gesehen? Sagt schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Fest! Ich komme gleich zurück, John! Halt durch! Schnell, greif nach meiner Hand! Spring und greif meine Hand! Okay, ich vertraue dir! Das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Nicht wahr? Oder auch das Gegenteil. Andrew verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben sie lieber an Daniels Theorie? Und sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oh, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen? Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Sie schaffen es allein, mutig, unabhängig oder leichtsinnig. Wir werden es sehen. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren.
Halt! Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Wir müssen hier weg. Weg von diesem Biest. Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken! Schnell! Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Die letzten Worte der Frau gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert, muss man das Mädchen stoppen. Ging es darum, weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Weiß auch nicht. Na los, gehen wir. Ich sehe mich drinnen um.
Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? So nah? Bisschen näher. Noch näher. Was war das gerade? Nichts gehört. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Shit! Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Was ist das? Siehst du das? Verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary, der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir!
Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Da sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Hey, warte auf uns! Husch! Widerlich! Leute, seid ihr das? Ich hab dich! Für eine Scheiße.